Auch nach dem Aufruf des Papstes, den Menschen auf den beiden vor Malta blockierten deutschen Flüchtlingsschiffen zu helfen, haben die EU-Staaten noch keine Lösung gefunden. Die Regierung in Berlin setzt weiter auf eine Verteilung der 49 Migranten, deren Lage sich dramatisch verschlechtert hat. In Brüssel sagte ein Sprecher der EU-Kommission, die Behörde bemühe sich in Telefonaten mit Mitgliedstaaten, die Menschen auf der Sea-Watch 3 und der CI an Land gehen zu lassen. Ebenso wichtig sei es, noch möglichst vor den Europawahlen Ende Mai eine Revision der EU-weiten Asyl- und Flüchtlingsgesetzgebung zu verabschieden. Bislang verlangen Malta und Italien bei der Aufnahme der Flüchtlinge europäische Solidarität. Ähnlich äußerte sich in Brüssel die konservative maltesische Europaabgeordnete Roberta Metsola. Bei den anstehenden Wahlen stimmten die Bürger auch darüber ab, ob eine klare Lösung in der Immigrationsfrage gefunden werde. Es sei bedauerlich, dass große EU-Staaten kleineren ihren Willen aufzwingen wollten. Unterdessen berät ein Parlamentsausschuss diese Woche den Etat für den Asyl- und Migrationsfonds. Vorgesehen sind rund 10 Milliarden Euro, mit denen die Immigrationspolitik effizienter gestaltet werden soll. Für die sozialdemokratische Abgeordnete Cécile Cachetou aus Italien dürfen aber humanitäre Überlegungen nicht in den Hintergrund gedrängt werden. Anstatt eine Lösung für die Flüchtlingsdramen zu finden, seien Entscheidungen an Einstimmigkeit gebunden, die praktisch nie erreicht werde. Doch es gehe um die Rettung von Menschenleben. Die EU will das Migrationsthema auf einem Gipfel mit der Arabischen Liga Ende Februar in Kairo erörtern.